Etwas Positives ist immerhin dabei herausgekommen, die Liebe der Rabbits für Bananen. Wartet nur, bis sie das Rezept für meinen Bananenzimt, arme Ritter, Karamell, Smoothie entdecken. Hoho. Warum arme Ritter? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, willkommen zurück bei Donkey Kong Adventure. Bananen im Dschungel, soweit nichts Ungewöhnliches. Wären da nicht noch Rätsel und ein wahnsinniger Rabbit Kong plus Gefolgsleute. Und ein weiteres Rätsel liegt hier wieder einmal vor mir und erneut habe ich keine Ahnung, was zu tun ist. Wobei, einen Moment. Kann es sein, dass wir einen geraden Turm formen müssen? Ich glaube schon. Aber dann wäre es hiermit ja schon getan. Oder wie ist das zu verstehen hier? Der Turm auf der linken Seite hat eigentlich genau die Position gezeigt, die der Turm bereits inne hatte. Oder muss ich das irgendwie spiegeln? Ich kann es zumindest probieren. Aber Moment mal. Dann muss Weiß ganz nach unten. Ihr zwei in die Mitte. Tatsächlich. Okay. Und wir erhalten einen weiteren Soundtrack. Ja, wunderbar. Wieder was Schönes zum Updancen. Und noch eine Bananenstaude, damit Donkey Kong keinen Hunger bekommt. So, aber jetzt geht's sowieso wieder ans Kalorienverbrennen. Wir kämpfen gegen böse Bananenfelder. Und die werden stark bewacht. Mit Verteidigern. Mit Grobianen. Mit noch mehr Grobianen. Und noch viel mehr Grobianen. Na super. Diesmal haben wir es gleich mit 5 Bananenfeldern zu tun. Das ist mir ehrlich gesagt für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Ich habe den Eindruck, der Kampf wird dadurch ein klein wenig unnötig in die Länge gezogen. Aber noch haben wir ihn nicht bestritten. Schauen wir mal. Bevor wir loslegen, wird aber einmal mehr in den Skilltree geguckt. Und Punkte vergeben. Ja, ich setze auf noch mehr Bewegungsfreiheit bei Donkey Kong. Bei Rabbit Peach, denke ich, mache ich nichts. Und bei Rabbit Cranky können wir ja ebenfalls auf Bewegung gehen. Ja. Ich möchte nämlich größtenteils auch mit den beiden durch die Welt reisen. Waffen, glaube ich, haben wir keine neuen freigeschaltet. Nee, da haben wir auch erst neue gekauft. Das können wir uns demnach sparen. Und legen direkt los. So, Cranky. Let's go. Wir können hier rüberspringen. Und uns gleich mal den Grobian plus dieses Feld hier vorknöpfen. Da wäre ich jetzt auch stark für, um ehrlich zu sein. Weil Rabbit Peach kann ja dashen und ich glaube, es wäre besser, wenn sie dann einfach den Weg über die Röhren nimmt. So, dann springt der gute Cranky jetzt mal so, dass wir dem Feld und auch dem Grobian Schaden machen und ihn vereisen. Denn das ist sehr effektiv. Das sagt mir am meisten zu. Dann, des Weiteren, Freunde, können wir ja gucken, dass wir den Grobian rausnehmen. Das machen wir am ehesten mit dem schrägen Blick. Und ein klein wenig Glück mit dem Boomerang. Aber vorher wird nochmal gesprungen, ist doch klar. Und gedasht. So. Am besten aufs selbe Feld zurück. Und dann ist das eigentlich schon die halbe Miete, oder? Cranky haben wir noch zur Absicherung, aber ich sehe gerade, wir brauchen den schrägen Blick eigentlich nicht mal, oder? Naja, gut, doch.
Aber ich denke, wir kriegen den Crit und dann passt es sowieso. Bam! Ja, 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 jetzt ist er tot. Oh, und ich hatte recht, wir brauchen den schrägen Blick doch nicht, weil er durch den Crit ins Ausgeflogen ist und krepiert ist. Alles gut. Ärgert mich jetzt natürlich ein bisschen, dass ich es aktiviert habe, aber wir sind halt auf Nummer sicher gegangen. Ne, passt schon. Okay. Problem. Ich erreiche den Grobian mit meinem Dash nicht. Er mich aber mit seiner Bewegung auch nicht, oder? Doch. Okay. Wobei ich mir hier nicht sicher bin. Aber ich glaube, schräge Felder konnten die Grobiane trotzdem treffen. Wir probieren es aus, Leute. Wir probieren es aus. Ich aktiviere das Schutzschild. Und schieße genüsslich. Oder? Schieße ich? Ja, doch. Ja. Ich schieße auf das Bananenfeld. Weil, ja, warum sollte ich versuchen, den Grobian herzulocken? Okay, gut, ich hätte ihn festkleben können. Das wäre natürlich schon geil gewesen. Konnte ich aber nicht wissen. Ne? Die Crit-Wahrscheinlichkeit ist halt nicht bei 100%. So, und dann zerstören wir doch direkt mal hier dieses erste Bananenfeld. Und blicken in eine positive Zukunft, auch wenn es für Rabbit Peach jetzt gleich eng werden könnte. Trifft er auf schrägen Feldern? Ja, ne? Ja, tut er. Okay, aber eben nur einmal, weil er hat seinen Zug jetzt verbraucht. Und in der nächsten Runde können wir wieder dashen und schießen und austeilen. Yeah! Und diese 36 Damage oder was das da gerade waren, halten sich auch in Grenzen. Schutzschild sei Dank. Ah, super! Der böse Blick von Donkey Kong wird doch noch aktiviert. Und was ein Luck wir haben. Critical Hit. Wie schön, dass dieser Bomber oder was ist das da, mir direkt ins Äuglein gerannt ist. Oh, da oben geht richtig die Party ab. Da müssen wir so schnell wie möglich hin und mit Donkey Kong so richtig Rabatz machen. Problem an der Sache, die verteidigen sich alle. Klar, sind ja auch Verteidiger. Aber sie teilen sich den Schaden und das ist schon eklig. Moment, kann ich eigentlich mit Cranky da raufspringen? Nope. Nicht möglich. Sehr schade. Aber vielleicht von hier. Ja gut, aber ist das so klug? Gut, ich könnte mit Cranky alle vereisen. Will ich das wirklich tun? Gibt es hier noch ein weiteres Feld? Ja. Dann sollten wir uns erstmal das vornehmen, glaube ich. Lassen wir die Dödel da oben machen, was sie wollen. Ich glaube nicht, dass die runterkommen. Man sieht ja schon, die positionieren sich hier alle. Die wollen dieses Feld verteidigen. Ich denke, die werden auch in den nächsten Runden dann noch rumstehen. Deshalb ziehen wir mit Cranky. Springen nach vorne. Und frieren den Dulli da ein. Den hinteren treffe ich zwar nicht, aber das ist nicht wirklich schlimm, der hat wenige Leben. Ein weiterer Bumerang von Donkey Kong und das reicht, wobei wir da auch einfach durchschotten können. Nee, mache ich aber nicht. Ich brauche den Fernangriff für das Feld. Oder wir werfen den Cranky einfach nochmal. Das geht natürlich auch. Ja, ja, das machen wir. Das machen wir, wir stellen ihn dann hier hin. Ja, okay, ein Feld noch zurück. Dann werden wieder beide getroffen. Boah, dieser Wurf ist einfach so overpowered. Ich liebe das. Jetzt, wie gesagt, Squawks Banane. Ist auch eine mega geile Waffe, oder? Feier ich auch hart. Gegner down. Cranky, tu dir keinen Zwang an. Baller drauf. Okay, der Schaden ist mit der Springfalle schon nochmal um einiges größer. Dann nehme ich die. Auch wenn ich natürlich sagen muss, dass es sich das auch gelohnt hätte, jetzt da in die Menge zu schießen. Aber ich warte da. Ich warte da. Ist alles gut. Böser Blick. Soll ich ihn aktivieren? Weil die müssen sich ja eigentlich bewegen, oder? Oder kann ich sie einschläfern? Auch nicht, ne? Nee, ich mach's nicht, ich mach's nicht. Nee, noch nicht. Ich spare mir das mal auf.
Okay, ein Dash. Dann chillen wir uns darüber, wenn wir da sicher sind. Ja, tatsächlich, diesmal schon. Und dann können wir wieder in aller Seelenruhe aufs Bananenfeld ballern. Wobei, ich habe jetzt nicht geguckt, ob der mich erreicht. Tut aber nicht. Alles supi-dupi. Ja. Nächster Crit. Geilo. Nur noch 6 Leben. Ja, dann Zugabgabe, oder? Ja. Chilliger Kampf bisher. Ich habe keine Probleme. Aber das kann sich noch ändern. Ganz klar. Aber was hat er da gemacht? Warte, er erreicht mich doch? Okay, dass er so eklig um die Ecke schlagen kann, wusste ich jetzt nicht. Also, dass das auch zählt, meine ich. Aber irgendwie kann ich mit leben, weil er hat jetzt für mich das Bananenfeld zerstört. Ist schon okay. So, und die greifen nicht an. Ist auch okay. Als nächstes, was machen wir als nächstes? Wir müssen das Feld zerstören. Das schafft Cranky aber nicht. Ach, Donkey Kong ebenfalls nicht. Ich kann doch jetzt nicht beide Angriffe dafür draufgehen lassen. Nee, muss ich auch nicht. Aber ich muss Cranky nochmal werfen. Ob das so viel besser ist? Ach komm, scheiß drauf. Wir nutzen beide Angriffe fürs Bananenfeld. Und dann aktiviere ich einfach Schlafen oder bösen Blick für die Assis da oben. Je nachdem, ob ich krass Stress will. Oh, aber Cranky würde da oben durchgenommen werden. Eis bedeutet ja nur, dass sie nicht ihre Ultis benutzen dürfen, ne? Mehr ist es ja nicht. Und alleine würde Cranky durchgenommen werden. Das kann ich nicht verantworten. Aber werfen kann ich ihn natürlich auf alle Fälle mal. Und den Donkey Kong stellen wir hier ab. Dann kann er mit der Bumerang-Banane dem Kack da den Rest geben. So, und du wirst direkt eingefroren. Perfekt. Okay. Dann mach mal kaputt da den Blödsinn. Sehr gut. Und jetzt lass mal gucken, was können wir noch mit Cranky machen. Dashen ist ja drin, ne? Ich könnte auch raufgehen, aber dann wäre ich wahnsinnig. Wobei, eigentlich, naja. Also wie gesagt, Einschläfern ist drin. Das Ding ist nur, Donkey Kong schafft es in der nächsten Runde da nicht rauf. Ja, das ist das, was mich gerade so ein bisschen daran hindert. Ah, wie blöd. Okay, dann dash ich den, stell mich dahin und aktiviere Schlaf. Weil böser Blick bringt mir hier nichts, ne? Nee. Aber die machen ja eigentlich auch nichts. Ich denke nicht, dass die runterkommen werden. Nee, dann lass noch warten. Lass noch warten. Das Schadensrisiko ist gering. Ja, euch zwei Idioten nehme ich jetzt einfach mal so mit. Hier ein Dash, da ein Dash. Und weiter geht's. Ja, passiert mir nichts. Also diesmal passiert mir wirklich nichts. So, und wir können sogar schon da drauf ballern. Oder? Ja, doch, machen aber nur wenig Schaden. Warum, weiß ich gerade nicht. Ach so, klar, weil uns die Grobianer einen Angriffsminus gegeben haben. Ja, okay. Drecksäcke. So, Zugabgabe. Bin gespannt, was die Verteidiger tun, aber ich glaube, die sind so programmiert, dass sie wirklich da oben chillen. Jetzt mindert der schon wieder meinen Angriff. Okay. Ah, ich habe mich gerade gefragt, warum er sich dazu entschieden hat, Cranky in Ruhe zu lassen und Rabbit Peach anzugreifen. Jetzt weiß ich wieso.
Und wenn jetzt jeder dieser Verteidiger da hinschießt, habe ich vielleicht doch ein Problem. Ach du heilige Scheiße. Okay, aber der hat jetzt nicht geschossen. Wobei, selbst wenn der geschossen hätte, hätte ich noch 15 KP. Es sei denn, es wäre ein Crit gewesen. Aber es ist jetzt tatsächlich sehr eng für Cranky. Holy fuck. So, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Ich lock die runter. Das müsste gehen. Ja. Und dann packe ich den Erdbeben aus. Zusammen mit dem bösen Blick. Wir werfen ihn... Na gut, ins Auswerfen kann man... Ach doch, ich kann hier gegen den Stoß schmeißen. Lass mal das machen. Selbst wenn er überleben sollte, wird er ordentlich durchgenudelt. Yeah. Ah, cool, die anderen wurden auch runtergestoßen. Das habe ich ja gar nicht mit eingeplant. Geilomat. Okay, dann lass mal testen. Geht das, wenn ich jetzt hier trommle? Kommen die alle runter? Bis auf der eine Dödel da ganz rechts? Ah, ich muss höllisch aufpassen. Cranky darf jetzt keinen Schaden mehr kriegen. Ja, sie kommen runter. Okay, sie kommen runter. Wenn ich nochmal critte, fliegen sie wieder kreuz und quer. So, jetzt aber wegen der Todeswahrscheinlichkeit von Cranky würde ich ganz gerne erstmal so nah wie möglich an ihn rangehen und eine Heilung spielen. Das müsste in der Range sein. Ist brutal wichtig, falls mir ein Fehler unterläuft. Weil Angriff auf Bananenfeld lohnt sich eh nicht, wenn wir geschwächt sind. Ach, sind wir jetzt nicht mehr? Okay, auf einmal bin ich es nicht mehr, alles klar. Kacke, ich bin nicht in der Range, Alter. Und ich kann sie auch nicht... Ah, doch, schießen kann ich. Ah, fuck this. Okay, dann machen wir das mal zu 100% sicher alles. Wir jumpen. Nee, warte mal, erstmal dashen wir. Genau. Auf den mit den meisten KP. Dann wird gejumpt. Treffe ich die alle so? Aber ich will halt Donkey Kong nicht verletzen, weißt du? Und ich sehe es gerade nicht, ob die... Doch, doch, sie haben rotes Fell. Sie haben rotes Fell. Sie werden alle getroffen. Okay. Okay. Ach stimmt, wenn ich mir einscheiße, kann ich auch immer noch einschläfern. Und der eine würde echt überleben. Oh, fuck. Vor allem würde Cranky vom Erdbeben getroffen werden. Aber warte mal, guck mal hier. Guck mal hier, wir können uns den Erdbeben sparen. Wir brauchen den eigentlich nicht. Wir brauchen den überhaupt nicht. Ach nee, warte mal, bin ich dumm? Sorry, ich bin dumm. Fuck. Ja doch, ich bin dumm. Was ich hier gerade gesehen habe, war Crankys Waffe und nicht Donkey Kong. Aber mit Cranky könnten wir... Ja, wir könnten auch mit Cranky alle drei töten und Donkey Kong nur geringen Schaden zufügen. Das machen wir. Sorry, DK. Oh, nice. Critical Hits. Vampir. Wir kriegen alle KP. Ja, dann ist ja alles gut ausgegangen. Es war zwar nicht so geplant, aber es hat so funktioniert. Dann fragt ja hoffentlich keiner. Okay. Ja, schieß. Schieß. Ich denke, wir bleiben auch mit Rabbit Peach dann einfach hier. Heilen uns jetzt mal in der Runde. Und der Rest ist jetzt kein Thema mehr. Ich schläfer den Spaten da ein, dann kann er nichts machen. Donkey und Cranky ballern auf die auf das Bananenfeld da oben. Joa, und Rabbit Peach nimmt sich das andere vor. Wird schon laufen. So schnell können auch keine Gegner nachspawnen. Krieg mal hin. Aber die Situation hier war gerade sehr spannend. Fand aber, wir haben es sehr intelligent gelöst, tatsächlich. So, Cranky mitnehmen, nach oben laufen und so viel jumpen, wie nur geht. Mit Donkey Kong am besten hier rüber gehen. Genau. So, ja, geil, geil, geil ist das. Geil ist das. Genau so will ich das haben. Schön, jetzt ist auch der tot. Und der Rest ist ein Kinderspiel. Erdbebenattacke. Crit, nice. So, jetzt erledigt sich das doch auch wirklich von selber. Einmal schießen, dann ist auch dieses Feld kaputt.
So, und Rebel Peach kann jetzt zum Kuscheln sogar noch nach oben kommen. Guck mal an. Ist das nicht toll? Und finish this shit. Geil. Auch überhaupt keine Zeit verloren, also das müsste auch von den vorgegebenen Runden absolut passen. Ja, aber total. 5 von 8. Hier haben wir geregelt. War jetzt auch überhaupt nicht langatmig. Es hat sogar großen Spaß gemacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, die Entwickler sind schon gut, oder? So, wie komme ich da rüber? Ernsthaft, wie komme ich da rüber? Über dieses Fass? Nein. Das schießt mich ganz woanders hin. Ach, nö, doch. Warum hat es dann in die andere Richtung gezeigt? Naja, ich frag nicht. Ich akzeptiere es einfach so, wie es ist. Banane. Nam, 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 nam. So viele Bananen am Tag sind eigentlich nicht gesund. Aber okay, ihr bewegt euch ja auch sehr gut. Und viel. Es wird schon passen. Ich weiß gerade nicht, ob ich da runter soll. Oder nicht. Ist das jetzt ein großes Rätsel oder sind das zwei? Was wollt ihr denn überhaupt? Muss ich zu dem großen... Nee, ich muss zu der Brücke. Und ich muss vermutlich vor allem hier diesen Hasenschalter drücken. Sonst geht gar nichts. Ich hätte vorher rot aktivieren müssen. Ich check's schon. Ja, ja, ist okay. Wo war der rote? Da. Hä? Doch nicht? Oder ein Kombi mit grün vielleicht? Ja. Jetzt fehlt blau. Das ist aber kein Thema. Rot, auch kein Thema. Und grün. Ist eigentlich auch kein Thema, ne? Ja, ja, wir haben's. Okay. Ja, easy. Easy. Wird's aber noch nicht gewesen sein. Nee. Nicht wirklich. Oder reagieren diese Blöcke? Ah, doch. Ja gut, ja gut. Dann müssen wir eigentlich jetzt genau das gleiche nochmal machen wie vorher, nur spiegelverkehrt, habe ich so den Eindruck. Ja, oder? Also die Brücke steht. Aber komme ich auch rüber? Ja. Ja, nice, Mann. Auch hier geregelt. Sudale. Das heißt aber auch, dass da unten tatsächlich noch ein zweites Rätsel auf mich wartet. Ja, Gönnung pur heute mal wieder. Oder wird man hier zu einem geheimen Bereich geschossen? Ja, das kann gut sein. Hier ist auch das 15. Puzzleteil. Bestimmt werden wir am Ende ein paar vergessen haben, aber trotzdem machen wir da einen guten Job, denke ich. Jump, jump, jump. Ach, da war nur das Puzzle. Ja, okay. Okay, gut, gut, gut. Finde ich in Ordnung. Dann werden wir hier auf der Insel fertig. Und es kann weitergehen. Spielen die Schach? Meine Bilanz im Schach beträgt 456 zu 1. Die einzige Niederlage hat mir ein Tronic O800 XL Smart Toaster beigebracht. Ist das zu glauben? Bei der Bilanz könntest du doch bei den Weltmeisterschaften mitmachen und ordentlich Cash verdienen. Du weißt doch, wo mein Donation-Link ist, oder? Oh, what's going on? Was ist das denn jetzt? Na toll,
Der Übergang ist absolut unpassierbar. Selbst wenn wir ihn erreichen könnten, er ist völlig mit Ranken zugewachsen. Wer kümmert sich hier um den Grünschnitt? Ja, offensichtlich niemand. Allerdings ist die Ranke auch rot und nicht grün. Vielleicht liegt es damit zusammen. Ich schätze, das hat alles etwas mit diesen sonderbaren Gravuren auf dem Boden zu tun. Sehen wir uns das mal näher an. Ein neues Riesenrätsel. Storybedingt. Ja, ja, es hat auf jeden Fall mit den Gravuren zu tun. Können wir die drehen? Natürlich können wir die drehen. Ah, und ein Wasserfluss. Das hier ist die Quelle? Ah, sieh mal. Das ist verschwunden, weil es mit Wasser in Berührung gekommen ist, oder? Ja, dann experimentieren wir doch einfach ein bisschen. So falsch ist das, was ich gemacht habe, ja nicht. Offenbar steuert ein Bewässerungssystem diese Plattformen. Es zieht Wasser aus den Becken, die diese Ranken versorgen. Sehr schlau, wirklich. Ja. Dem stimme ich zu. Okay, wir brauchen Wasser von allen Seiten. Ja gut, aber wenn ich das jetzt hier wegdrehe, habe ich ja ein Problem. Ja, vor allem, das war der übelste Quatsch. Wenn, dann da oben drehen. Oh. Nope, das war dann doch nicht richtig. Oder? Ja doch, so geht's, so geht's. Ja, das war übelst wichtig, guck mal. Das Wasser dringt jetzt bis hier vorne durch und eine neue Platte ist da aus dem Wasser rausgehuscht. Es fehlen noch zwei. Okay. Was ist, wenn ich das drehe? Ist das gut? Nö. Also passt die Seite so, ja? Ja, muss sie ja eigentlich. Aber das passt nicht. Glaube ich. Yep. Okay, dann fehlt noch eine. Die ist es nicht? Doch, die ist es schon. Weil jetzt können wir die nach vorne drehen und... habe ich mich wohl geguckt. Also es ist die hinterste Ader. Ja, dann liegt das Problem weiter hinten. Ja. Ja, okay. Okay. Perfekt. Was? Da fehlt doch... Ach so, stimmt. Wie kann ich denn den Oschi übersehen? Gut, okay. Also es muss jede einzelne Ranke weg. Das wäre aber hiermit erledigt, oder nicht? Also jetzt. Nein? Wo ist denn das Wasser? Da ist das Wasser. WTF? Was da los? Thank you.
Also hier rechts passt alles. Hier links fehlt eine Ader mal wieder. Es löst sich, wenn wir das drehen, aber ich glaube, dann kriegen wir wieder woanders ein Problem, oder? Oder? Doch nicht. Werde wieder schneiden müssen. War ein intensives Rätsel. Ich kann euch da jetzt auch keine große Hilfestellung geben, aber es ist halt wichtig, dass man darauf achtet, dass keine einzige Ranke mehr zu sehen ist. Und dann halt hier auf die Außenbahnen gucken, dass alles mit Wasser versorgt wird. Man muss ein bisschen hin und her drehen, aber früher oder später schafft man es. Und wieso komme ich jetzt da nicht an das goldene Fass ran? Was muss ich denn jetzt wieder für das goldene Fass tun? Hä? Mit Wasser füllen? Nee, geht ja nicht. Ich kapiere das jetzt gerade nicht. Was wollen die denn hier? Oder doch mit Wasser füllen? The fuck? Was muss ich dafür tun? Oh, warte mal. Ich glaube, die Kumpanen da, die brauchen Wasser zum Trinken. Okay. Sollen sie bekommen? Nee, warte mal, warte mal. Genau, jetzt fließt das Wasser in deren Mäuler. Hat aber nichts gebracht. Ernsthaft? Oder muss ich jetzt jedes Wasserfeld füllen? Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass das die Lösung ist. Ja, vermutlich. Ich probiere es mal so. Ja, aber das ist doch nicht machbar, oder? Gerade, es wären alle unter Wasser. Ist aber nicht so. Oh man. Ja, wie denn? Geht doch nicht. Wie soll ich es dann da in die Mitte kriegen? Mano, ey. Einer von denen muss ja so senkrecht sein. Fehlt einer. Okay, immerhin hatte ich recht damit. Es müssen alle unter Wasser gelegt werden. Meine Fresse. Das sind halt schwierige Rätsel, da sitzt du halt nun mal ein bisschen dran. Eklig für ein LP. Und auch das werden wir nicht first tryen, das ist mir schon klar. Glasklar. Also alle Waggons wieder auf die Schalter. Aber wo ist dann die Schwierigkeit? What the hell? Ja, und wie? Ach, man kann die Schranken öffnen, indem man da... Ach so, okay. Schalter arbeiten auch untereinander zusammen. Verstehe. Ist das jetzt schon geschafft? Ernsthaft? Ja gut, ich muss halt irgendwie jetzt noch dahin kommen. Rot, dann geht der auf. Ja! Oh, ich hab's doch gefirsttried. Ja, Wahnsinn! Eine Waffe für Cranky. Die güldene Gardinenpredigt. Ja, das wird ihm gegönnt.
hat er sich verdient. Aber wir warten noch bis zum nächsten Battle. Dann schauen wir wieder in die Kampfzentrale. Jetzt geht's aber erstmal weiter. Oh, warte mal. Was ist das da vorne? Ist das ein Boss? Hä? Das sieht ja echt nach einem Boss aus. Oder ist das... Ist das schon der Finalboss? Heißt das, das war gerade das finale Rätsel?